Leute, jetzt geht's weiter mit einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ich befinde mich hier auf dem Haus von Günther dem Holzfäller. Ja, das ist klar, weil ich wollte eigentlich... Bin ich ein bisschen zu weit? Wollte eigentlich, ich bin erkältet. Sorry. Bin erkältet und möchte ganz gerne hier aufs Dach steigen, damit ich hier die Keiler mal ein bisschen, ne, eliminieren kann. Ja, das hört sich echt schlimm an. Ich muss mir Mühe geben hier mit meinem... Ich hoffe, das macht nichts aus. So. Komm! Was ist denn jetzt los? Okay, das hat geklappt, aber hat natürlich sehr viele Pfeilchen gekostet. Hier sollten nämlich irgendwelche Beeren sein, die ich noch einzusammeln habe. So, des Weiteren überprüfe ich, ob ich irgendwas zu sägen habe. Nö, habe ich nicht. Des Weiteren prüfe ich nochmal, ob ich was zu hacken habe. Die habe ich auch nicht. Dann wollen wir uns mal hier da hinten in der Area umgucken. Ob es hier... Na, diese lustigen Bären gibt. Ups. Hier geht's ganz hart runter. Kann das sein, dass halt wieder Baumstamm liegt? Oder ist das nur so ein Flavor-Baumstamm? Ne, das ist ein Flavor-Baumstamm. Aber ich muss mich ja schrecklich anhören. Okay, was ist das? Ein Wildschwein. Gut. Das kriegen wir hin. Mit zwei Pfeilen. Weiter geht's. Das ist aber jetzt ein Baumstamm. Sehr schön. Gut. So, wo war jetzt noch der... Oh, drei Stück. Drei Keile geiler. drei Keiler. Und da hinten ist auch noch einer. Mitten im Strüpp. Strüpp. So. Bisschen näher rankommen. Ich hoffe... Ja. Ah, das ist doch gut. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Wenn er so weiterhin so gut läuft und ich das hier aufräumen kann, dann bin ich echt glücklich. Wilderwolf, ja gut, okay. Na, krieg ich doch noch ein bisschen was auf die Omme. Ah, Mist. So was Beklopptes jetzt aber auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich einen normalen Pfeil oder einen geschärften drin habe. Deswegen sicherheitshalber nochmal den Bogen neu laden. Ach ja. Es sind also zwei Stück einfach so auf mich zugekommen. Und wo ist denn der zweite? Sitzt er daneben oder was? Muss jetzt trifft doch mal. Okay, mal gerade so. Bisschen was mampfen, wie immer. Ja, also wenn ich ab und zu mal so ein bisschen triefe, meine Stimme ist so belegt, dann seht es mir nach. Ey, mich hat es irgendwie gestern völlig dahin gerafft. Und hab dann erstmal die Nacht auskuriert. Da hinten ist noch wer. Und so langsam, glaube, so langsam gehe ich wieder auf den Berg. Ich weiß es nicht. So. Oh, jetzt kommt halt Wildschwein auch noch. Aber das habe ich zufällig mitgetroffen.
Das ist natürlich schön, dass ich hier geschärfte Pfeile benutzen kann. Hier geht es noch weiter. Ach, hier geht es noch weiter runter. Ach ja, hier sind Wolfies. Ja, schön. Kann sein, dass sie irgendwann mal hier den Weg hier hochfinden und ich stehe dumm da. Das ist natürlich nicht so pralle. So, was ist denn jetzt hier? Oh, wilder Wolf. Ist noch ein Keiler. Was ist denn eigentlich mit den Bären, mit den speziellen Bären, die ich hier finden müsste? Hier irgendwie hier sein sollen. Oder war das wieder ganz woanders? Kann sein, dass es wieder ganz woanders war. Also. Lala. Also dieses Waldstück ist ja eigentlich relativ übersichtlich. Oh, zwei wilde Wölfe. Oh, drei wilde Wölfe. Ich glaube, da mache ich mir keinen Gefallen mit. Wenn ich. Oh. Wenn ich jetzt sterbe. So, nochmal. Sicherheitshalber einladen mit dem geschärften Pfeil. Ja, und da haben wir drei Wölfchen. Entweder locke ich die zum Haus hin, aber zum Gunther, das wäre dem Gunther ja nicht ganz fair. What mogi da? Was mache ich denn da? Oder versuche ich mal mit einem Kreidler Florettdegen hier. Ach, ich Dullkopf, hab kaum was gegessen. Geht das noch? Geht das noch? Geht das noch? Nee, ja, das ging noch. Okay, mit dem Kreidler verloren Degen ging das. Ach ja, jetzt habe ich so eine Stimme wie Dietmar Wischmeier. Mit Kreidler Florett sage. Ich weiß nicht, kennt ihn einer von euch, von den Arschkrampen, Frühstücksfernsehen? Ich komme immer auf Dinge hier während des Spielens. Aber wenn das so weitergeht, dann ist das doch richtig gut hier. Wenn ich ihn mit meinem Degen hier mal so erlegen kann. Also, liebe Tierfreunde, heute werden wir mit meinem Degen die Wölfe erlegen. So, okay. Ey, cool. Ein Schlag und weg ist er. Auch schön. So, weiter gucken. Keiner guckt. Also hier ist noch nicht mal irgendeine Pflanze zu sehen. What the heck is this? Warum gibt es hier keine Pflanzen? Ich höre wieder was. Irgendwo. Ach, ein goldener wilder Wolf. Ein goldener wilder Wolf. Immer schön speichern. Wissen, dass die auch hier unten waren. Haben hier hochgefunden. Ich weiß es nicht. Höre was. Ich kann es nicht orten. Raschelt so wie so eine Schlapperklang. Klapperschlang. Okay, das sieht sehr sauber aus hier. Dann habe ich das hier auch schon, das Areal. Genau richtig. Da hinten waren ja die Felsen, wo ich die anderen Keiler da erledigt hatte. Große Frage, wo sind hier die lustigen Bären? Die sind hier nicht. Die sind wahrscheinlich da unten.
Da sind jede Menge Wölfe da unten. Nicht schön. Das heißt, ich gehe da runter jetzt. Oh, what do you think? Okay, dann gehen wir da jetzt runter. Oh, wei, oh, wei. Genau, hier war ja dieser Weg. Und ein bisschen was Fleischiges essen. Ach, ich hätte mich doch zu diesem Günther da mal an die Küchen, an den Küchenherd stellen sollen. Naja. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, ich werde doch lieber. Es geht mir aber ein bisschen zu weit runter. Hä? Ach, das ist die Serpentine. Nee, 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 nee. Da muss ich nie hin. Ja, hier war so ein Absatz. So, da ist dann wieder so ein goldener Wolf. Komm. Wo war er? Die beiden schaffe. So, er ist als erstes da. Okay, ein Schlag. Ah, das ist doch eigentlich ganz nett. Mal bedenkt, dass ich vorher nicht so glimpflich weggekommen bin. Na, wo gehst du denn hin? Kann ich nur hoffen, dass es hier ein bisschen was gibt. So, hast du mich schon? Los, komm. Ja, okay. Der da hinten, der regt sich nur nicht. Oh Gott, das sind noch drei. Okay. Okay. Perfektor. Das heißt, wir könnten mal eigentlich ruhig... Oh, jetzt kommen sie zu dritt. Ja. Hau ab! Spring doch mal! Oh, oder da rein. Genau, richtig. Mist. Das will ich nicht riskieren. Oh! Muss was essen. Lasst von mir, ihr blöden Wölfe. Muss was essen. Ah, hier, unbekanntes Gebiet. Und, wo seid ihr? Na, ah, die sind zu schnell. Und da hinten sind noch welche. Und noch welche. Super klasse. Kriege ich nicht hin. Nein. So, Taktik ändern. Jawohl. Na? Sind so weit weg. Was ist denn jetzt los? Ach, das waren meine normalen Pfeile. Wenn ich nicht nachlade. Haha, das ist ja eine Schweinerei. Mhm, ups. Ah, hier sind sehr viele wilde Wölfe. Und was ist das denn da hinten? Nee, das ist mir zu weit weg. Das ist echt nicht von Vorteil. Naja. Gehen wir mal wieder hier runter. Okay.
steck doch mal deine Route ein hier. Nicht gegen Baum rennen. So. Ah, ist hinter mir her. Okay. Jo, von mir aus. Ist das nur einer? Dann könnte ich ihn eventuell mit meinem Schwert. Ja, wir sind Zweier. Mann. Das war knapp. Das war sehr, 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 sehr knapp. So, und da hapert's wieder mit dem Fleisch. Knurps, Knurps, ey, Blutwurst. Wasch, wasch ist immer lecker. Dunkelpilz, Grundstöckel. Ui, was gibt denn das nochmal? Lebensenergiebonus. Okay. Dann haben wir das so gemacht. So, die beiden habe ich die eigentlich. Ja, die sind ziemlich weit. Nicht zu holen. Genau. Richtig. Stopp. Warst du das? Da ist nicht zu holen. Einer müsste noch. Hier rumliegen ein Kadaver. War ich der Meinung. Mann, oh Mann. Doch nicht. Ja, jetzt bin ich hier auf diesem lustigen Landfortsatz. Und weiß nicht. Schattenläufer, auch das noch. Ich glaube, was haben wir hier? Welträuber, auch das noch. Hier ist noch so eine. Oh Mann. Ach, da war. Hallo, vielleicht siehst du mal was Schwerge hier? Also sowas. Nein! Also ich habe echt einen Dusel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee. Das machen wir mal. Fan. Hier, was sind das? Weidenbeere. Schnepperkraut. Wieso habe ich denn hier Weidenbeeren? Wieso sehen die so schön aus? Waren das die? Liebe Leute von heute. Sorry. Bin ein bisschen neben mir. Ist klar, wenn man da so ein bisschen erkältet ist. Die Chroniken Wacholderbeeren heißt es. Der Barkeeper von Tamora. Ich soll ihm 20 Wacholderbeeren besorgen. Dafür würde ich Stefan empfehlen, damit ich die Burg kommen kann. Wacholderbeeren finde ich in der Nähe der Holzfällerhütte. Genau gesagt soll ich, wenn ich die Hütte erreiche, links davon. Bis zum Felsenrand gehen und mich dann weiter südlich halten. Also dann nach rechts gehen. Bis ich zu einer alten Feuerstelle der Jäger führe. Das soll dafür kurz dafür Büsche mit Bären geben. Das soll also hier wohl sein. Müsste hier irgendwo ein Feuer sein. Könnte das hier sein? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist noch ein Bilder. Nicht zu plündern. Nee. Ja. Ich höre doch wieder was. Also hier waren. Ja, toll. Gucken, ob ich. Die grünen Ekelteile. Ja. Bringt was. Oh. Noch. 7. Quatsch, wie viel noch? 68, 210 noch. 700. Ja, sag ich auch. 790 Points. Oh, listig, listig, listig. Weiter weg. Kommst du wohl auf mich zu?
Okay. Auch das ist erledigt. 17 Feuerwurzel bringt nun Mana Bonus. Aber so als Wurstbeck. Waldbeere. 14 Heilpflanzen, die brauche ich noch ein paar. Ja. Mal gucken, vielleicht ist ja hier alles. Da sind aber viele Wölfe da hinten. Gut. Oh, ein Schlag und Ding ist hin. Okay. Ja, save early, save often. Jetzt gucken wir mal, was wir hier finden. Waldmorchel. Ja. Dunkelpilz. Butlerfleisch. Das ist zum Beispiel neu. Für mich jetzt. Waldmorchel. Die Waldmorchel. Ich versuch's doch mit meinem Säbel. Mal dieses Blut mitten in der Fresse rein. Hier ist sie, die Waldmorchel. Lebensenergie Bonus 8, Wert 12. Sieht auch irgendwie lustig aus, das Ding. So, dann schauen wir mal, was können wir da noch alles im Mumfinger. Auf jeden Fall noch ein Stückchen Fleisch. Ein Schinken. Ah, voll im Speicher waren ich bin. So, da hinten soll ja ein Schattensäufer sein. Aber hier ist nichts mit Feuerstelle. Okay. Können wir die schaffen? Oh, da hinten liegt was. Der Baum ist umgestürzt. Na. Da hinten ist irgendwas unter dem Baum. Das sieht nicht gerade gesund aus. Ach nee, da ist eine Feuerstelle. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Miliztypi da vom Baum erschlagen worden. So sah es eben aus. Ja, dann bin ich doch hier irgendwie richtig. Oh, schön alles abgeknickt hier. Das sieht gut aus. Mhm. Dann hat es hier noch einen Baumstamm. Oh, was ist das? Was bist du für ein Heinz? Was bist du da? Troll? Gobolobo? Was ist das für ein Vieh? Golem? Ein Waldgolem. Oh, der sieht ja lustig aus. Sieht aus wie so ein Gehölz. Leute, guckt euch das an. Sieht ja lustig aus. Kriege ich den jetzt weg? Mit stumpfen Waffen hieß es ja. Dann versuche ich es mal. Nein! Ich weiß nicht. Kriege ich den Goldbau? Der wird mich bestimmt mit einem Schlag. Moment mal, ich habe doch eine Golem-Rüstung. Stimmt ja.
Also versuche ich mal vorher die Golem-Rüstung anzuziehen, die ich so teuer erworben habe. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Diese Golem-Rüstung hält manchen harten Schlag aus. Ja, das ist schön. Und sicherheitshalber doch nochmal was Mampfen. Und gucken, ob ich diesen Waldgolem, der sah ja süß aus. Ich fand ihn irgendwie lustig. Stumpfe Waffen. Wo ist er denn jetzt? Der war doch hier. Da ist er. Oh, ich kann nichts mit der Waffe anrichten. Oh, shit. Hau ab. Oh, der jault richtig. Oh, von wegen Schlag aushalten. Nix da. So, mitten im Kampf habe ich jetzt mal eingeschaltet. Weil ich kann die doch irgendwie hier mit den Pfeilen ein bisschen verwunden, den Waldgolem. Das braucht natürlich wieder viele Pfeile. Leider habe ich keine Feuerpfeile. Das wäre das Sinnigere. Das ist ja ein Teil. Weil das Gehölz. Ein laufendes Gehölz. Ist ja lustig. Da ist ja nicht mehr viel. Ah, jetzt versteckt er sich wieder hier. Das ist nicht gut. Da ist er. Ah. Der Waldgolem. Ja, jetzt werde ich abgelenkt durch diesen Schattenläufer. Noch was anderes. Na komm. Die Musik ist auch anders. Diese dramatische Musik. Nee, nicht so weit vorspringen. Bist du bekloppt? Da, tolle Golem-Rüstung. So, jetzt habe ich es richtig. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig. Genau. Und wieder mal hier den geschärften Pfeil anzunehmen. Ja, noch hoffen, dass der Waldgolem jetzt hier ein bisschen anlädiert ist noch. Ist er das denn? Ja, ist er. Hau ab. Los. Der Waldgolem wird jetzt niedergemetzelt. Gucken, wie viel Experience. Stufe gestiegen. Erfahrung 400. Ja, liebe Leute. Das ist der Waldgolem. Und der besteht aus 3 Holzscheiben. Okay, liebe Leute. Auch wenn die Folge ich noch nicht absehen konnte, wie lang sie ist. Da hinten ist ein Schattenläufer. Werde ich jetzt für hier mal Lauflieder nicht den Schattenläufer wecken. Ja, ich danke, dass ihr eingeschaltet habt und geguckt habt bis zum Waldgolem. Ich verabschiede mich, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und bis dann. Tschüss.